Alright, meine Damen und Herren, ich sag mal so, herzlich willkommen zu Suro Folge 7 mit... Warte mal, wo ist denn eigentlich jetzt Nodus? Kommt der noch, oder? Ich weiß, der ist noch gemutet. Ja, der wird schon noch kommen. Also, er hat noch 10 Sekunden, aber easy. Ja, okay, aber ihr wisst ansonsten den Plan. Yes, amigo! Ein Platz für Tiere gibt es nicht mehr. Ein Platz für Tiere. Ja, hinter dir. Siehst du Celtics? Ich sehe meinen nicht, ne? Ich meinen auch nicht. Ich gehe mal dahin, wo der andere war. Was? Ja, bin hinter dir. Was hat ein bisschen weit vor mir? Meine Art. Ist halt jetzt gerade ausgelaufen oder noch? Ich habe Namen gesehen. Wer? Ich weiß nicht. Ganz okay. Kurz Namen gesehen. Okay. Meine A-Taste klemmt wieder ein bisschen. Oh, Pfeil! Was ist das? Ja, das ist das Skelett. Okay. Alright. Sag mal, wenn ihr was seht, weil ich bin gerade woanders. Aktuell Richtung Ostküste hoch auf dem Berg. Ich bin am Vulkan oben, ja. Der Enchanter und so ist by the way weg. Das ging schnell. Kann bitte jetzt mal Norris kommen? I don't know, was mit dem ist. Ja, sollen wir da hin oder nicht? Ja. Der Vogel hat gehört! Warum kommt der eigentlich? Ja, was? Hä? Was macht der? Hä? Wer ist der? Ach so. Was ist der denn? Also. Junge! Junge, aber Killer Vorlage mit dem Vogel, oder gerade so? Als ja, was geht? Jo, also, moin. Da oben ist er, da oben ist er. Speedet nicht, oder? Es lohnt nicht am Berg. Nein, noch nicht speeden. Das ist Auxi. Hä? Die haben halt. Ja, lass weg. Genau. Also da. Nee, lass weg, lass weg. Also jetzt auf einmal Ritter? Ja, lass weg. Lass. Ey, Digga, also. Ja, perfekt. Ja, na, da sind sie. Auxi weiß, wo wir sind. Da Digga, sind sie, da sind sie, ja, da sind sie. Na dann. Let's go. Ich hab mal gespeedet, ne? Ja. Stehen die da vorne oder was? Ja. Stehen die ja gar nicht mehr. Stehen die auch nicht. Ja, jetzt sind die sind wieder zurückgerannt. Die wollen uns zum Vulkan locken. Nur die wollen uns halt echt dahin locken. Ja, jetzt ja, lass den. Ja, nee. Lass den jetzt nachrennen. Das ist genau der gleiche Fehler, den die gestern auch gemacht haben. Genau ja, das gleiche dann, ist es jetzt. Dann lass ihn in den Rücken schießen. Ja. Ich speede. Ich hab auch schon. Aber auch. Knallt die Raketen rein, es wird Tag. Ich gehe hier links, rechts rum. Ja. Geh mal mit Fabo rechts. Boah, hab einen dicken Shot bekommen. Ja, trink direkt Healing. Bin tot, holy shit. Fabo, komm mal hier zurück auf. Digga, das macht insane viel Schaden. Du musst alleine, ne? Ja. Lass mal lieber nicht machen. Ey, wir müssen zu Fabo. Ja, ja, ich komm. Hab Auxi getroffen, ergänzt. Ja, schön. Hab nochmal getroffen. Bau nochmal einen Hit, Alter. Lass dir weg, Jungs. Das ist scheiß Position. Ja, lass wegrennen. Ja, lass weg. Das ist übel Shit. Ja, keine Ahnung, ich kann jetzt auch nur noch abschließend sagen, dass manche Leute vielleicht auch das Projekt einfach nicht too serious nehmen, wenn halt jemand mal so spielt oder so gespielt wird. Das ist am Ende immer noch nur ein Minecraft-Projekt. Und wer sich halt zu sehr darüber getriggert fühlt oder zu angegriffen fühlt und das irgendwie nicht verarbeiten kann und sich dazu gezwungen fühlt, irgendjemanden zu beleidigen, dann sollte eventuell mal darüber nachgedacht werden, ob nicht so alles andere vielleicht nicht so richtig bei dir läuft oder so. Es ist ein freaking Minecraft-Projekt am Ende. Also ich wollte es auch nochmal ganz kurz gesagt haben, weil nicht, dass irgendeiner noch irgendwelche Anfälle bekommt. Speed ist by the way nochmal im Bringstand. Keine Ahnung, das ganze Projekt haben wir vorsichtig gespielt auf Taktik, was auch immer, und dass wir jetzt halt nicht in einem Bowfight gehen, wo die halt Highground haben mit zwei Flamebows. Also wir sind nicht dazu verpflichtet, das Projekt jetzt für alle ansehnlich zu machen, sondern wir machen einfach unseren Stuff. Ich sag so, das war Tag und Folge Numero. Was? Was? Tag und Folge Numero 7. Gehört auch dazu, dass man einfach ein paar taktische Kämpfe hat und wie gesagt, ein bisschen durchschnaufen, es war auf jeden Fall trotzdem spannend und ich hoffe, dass es auf jeden Fall weiterhin spannend bleibt und ein cooles Projekt bleibt und ist und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall morgen wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.